Hallihallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Starshine Legacy, Episode 2. Wir befinden uns jetzt hier auch in Level 2, böse Vorahnung im Stall. Endlich kann Linda los zur Reitschule, um mit Meteor für das bevorstehende Springturnier zu trainieren. Sie freut sich schon riesig darauf, endlich in den Sattel steigen zu können und mit ihrem geliebten Pferd möglichst schwierige Sprünge zu üben. Aber auf dem Weg zum Reitstall hat sie ein ungutes Gefühl. Irgendwie hatte die Person auf dem Bild wie Mr. Sands ausgesehen. Aber wie sollte der auf eine so alte Aufnahme kommen? Und welches Geheimnis verbirgt sich hinter Pine Hill? Ja, das ist eine gute Frage. Mal schauen, ob wir das jetzt hier noch rausbekommen. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Reitschule von Jorvik. Geschafft! Endlich kann ich Meteor aus dem Stall holen und mit ihm für das Turnier trainieren. Ich freue mich schon echt drauf. Ich muss Hermann fragen, ob er was über Pine Hill weiß. Wenn ich an das Foto in der Schule denke, hat dieses alte Gemäuer echt was Unheimliches an sich. Ich will unbedingt mehr darüber herausfinden. Aber dass Mr. Sands auf einem Foto sein soll, das über 70 Jahre alt ist, geht mir nicht aus dem Kopf. Ja, das kann ich gut verstehen, dass dir das nicht aus dem Kopf geht. Der müsste ja jetzt schon steinalt sein. Sieht aber immer noch frisch und knackig aus, soweit man es beurteilen kann. Und ja, sprechen wir einfach mal mit Hermann. Hi Linda, schön, dass du gekommen bist. Meteor ist in seiner Box und wartet schon ungeduldig auf sein Training. Ja. Prima. Ach übrigens, Hermann, du kennst dich doch gut in Jorvik und Umgebung aus. Ich hätte da eine Frage. Schieß los, Linda. Ich helfe dir und deinen Freunden gerne, wenn ich kann. Also, was willst du wissen? Meinen Adleraugen entgeht so leicht nichts. Prima. Also, weißt du, da gibt's doch diesen Ort. Ein Haus oben auf einem Hügel. Es heißt Pine Hill. Du meinst das Haus mitten im Wald? Halte dich bloß davon fern, hörst du? Auf diesem Haus liegt ein Fluch. Naja, eigentlich sollte man gar nicht drüber reden. Alles, was du wissen musst, ist, dass dort sehr böse Dinge geschehen sind, Linda. Sehr, sehr böse Dinge. Und ihr Mädels solltet niemals auch nur in die Nähe dieses Hauses kommen. Oh, okay. Okay. Jedenfalls, vielen Dank. Also, dann werde ich jetzt mal ein bisschen trainieren. Okay, was war das? Huch, was war das denn? Diese seltsamen Bilder in meinem Kopf. Es sah aus wie Pine Hill. Dabei war ich doch noch nie dort. Komisch. Aber vielleicht bin ich nach diesem langen Schultag auch nur etwas erschöpft und überreizt. Das wird's wahrscheinlich sein. Wir reden mal noch mit Josh. Hi Linda, schön dich zu sehen. Ich habe gerade Lisa im Parcours gesehen. Sie reitet echt gut, was? Ja, Josh. Ja, sie ist gut. Aber seit wann interessierst du dich denn für Pferde? Naja, ich denke, Hä? Na? Ich denke, die Antwort darauf ist Lisa. Finde ich ja echt cool. Also, dann bis später, Josh. Ich meine, vielleicht sollte ich mich jetzt lieber vom Acker machen. Ich muss nochmal in die Stadt, weißt du? Hab dort ein paar wichtige Dinge zu erledigen. Also dann, man sieht sich. Alles klar, Josh. Tschüssi. Ist klar, dass du auf Lisa stehst. Gar kein Thema. Sag sie doch einfach. So, das ist dann wohl unser Pferdchen hier. Hallo. Ja, streicheln. Gar kein Problem. Machen wir. Nochmal. Hi Meteor, tut mir leid, dass du ganz alleine hier im Stall warten musstest, während die anderen Pferde alle schon draußen sind. Ich weiß, ich habe mich verspätet, aber ich hatte einen super stressigen Tag heute in der Schule. Aber lass uns das jetzt vergessen und trainieren gehen. Jetzt können wir reiten gehen. Geile Sache. So. Hi Lisa, Josh hat mir gesagt, dass du hier bist. Bist du denn schon wieder am Gehen? Ja, ich muss noch Hausaufgaben machen. Hast du gerade gesagt, dass Josh hier war? Ja, er hat dich gesehen, als du Starshine geritten bist. Aber er ist zurück in die Stadt. Weißt du, in der Schule ist heute etwas Komisches passiert. Ich habe noch ein Foto mit Mr. Sands drauf entdeckt. Auf dem steht er vor einem Anwesen namens Pine Hill. Hermann meinte, das sei ein total böser, unheimlicher Ort mitten im Wald, von dem wir uns unbedingt fernhalten sollen. Das ist ja echt cool. Das müssen wir unbedingt herausfinden. Vielleicht finden wir noch mehr Hinweise darauf, wer dieser Mr. Sands wirklich ist. Ja, das denke ich auch. Ich hatte wirklich gehofft, dass du mich nach Pine Hill begleiten würdest. Aber erst muss ich meine Hausaufgaben machen. Wir treffen uns dann später an dem Eingangstor in Pine Hill, okay? Gut, dann habe ich vorher ein bisschen Zeit zum Trainieren. Aber geh nicht ohne mich in das Haus, okay? Tschüss, Lisa, bis später dann. Haust da rein, Lisa. Gut, dann wollen wir jetzt erstmal mit Meteor hier ein bisschen rumgaloppieren. Sieht so aus, als wäre es ja Hindernisparcours. Sollten wir hinkriegen. Ja, ja, ja. So, dann los. 3, 2, 1 und go! Na los, Meteor.
Oh, der lässt sich aber nicht so schön lenken. Also der hat einen ganz schönen Radius beim Lenken. Ich reite mal ein bisschen langsamer, damit wir hier die Hindernisse alle schön mitnehmen können. Okay. Da unten steht 0 Fehler. Das ist ja schon mal gut. Hoffentlich bleibt es dabei. Super, Sternchen sind eingesammelt. Hey, das war ja kinderleicht. Diesmal mache ich es etwas schwieriger. Ich muss aufpassen, wenn ich sehr schnell reite, muss man noch lernen, wie man es langsamer angeht. Okay. Aber wir sind doch eben ziemlich langsam geritten. Also das war ja nun echt nicht schnell. Ja, sind jetzt ein paar mehr Hindernisse auf jeden Fall. Na, gucken wir mal, ob wir die schaffen. Oh, bisschen langsamer. Okay. Oh, oh, wir haben einen Fehler. Upsi. Und sie sieht wieder komische Bilder. Ha? Was war das denn? Diese grauenhaften Bilder vor meinen Augen. Ich bin ganz sicher, das war Pine Hill. Aber da war noch was anderes. Der Damm im Moor. Die Stadt Jorvik und das große Turnier morgen. Und eine Bombe am Damm. Wenn das alles stimmt, sind die Einwohner von Jorvik in höchster Gefahr. Aber das waren doch nur irgendwelche seltsamen Bilder in meinem Kopf. Werde ich verrückt? Oder was? Ist da jetzt was dran? Oder sind das nur Hirngespinste? Ich kann dir nicht sagen, ob du das geträumt hast oder einfach nur verrückt bist, Linda. Was? Meteor? Bist du das? Du redest mit mir? In meinem Kopf? Nein, das kann doch nicht sein. Ich habe mich heute in der Schule wohl überanstrengt. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, Linda, es stimmt. Ich kann dich hören und du verstehe alles, was du sagst. Glaube mir, für mich ist das Ganze auch höchst merkwürdig. Aber auch wenn es seltsam ist, kann es doch wahr sein. Du kannst mich hören und ich kann dich hören. Echt seltsam. Aber ich glaube, ich verstehe jetzt, was Lisa und Starshine verbindet. Meteor, was weißt du über diese bizarren Bilder von Pine Hill in meinem Kopf? Ich weiß nichts von irgendwelchen bizarren Bildern. Aber eins weiß ich, wenn du nach Pine Hill willst, dann solltest du dich aufmachen, bevor es dunkel wird. Vielleicht findest du dort die Antwort auf deine Fragen. Hm, vielleicht sollte ich mir den Damm erst später genauer anschauen. Das Springturnier fängt morgen Nachmittag an und wenn meine Visionen stimmen, dann explodiert die Bombe nicht vor Beginn des Turniers. Aber vorher muss ich noch herausfinden, was es mit all den merkwürdigen Bildern auf sich hat, die ich im Geiste ständig sehe. Ich kann mit keinem darüber reden. Niemand würde mir glauben. Aber Moment, Lisa kann ich's erzählen. Die wird mich nicht für verrückt erklären. Naja gut, dann werden wir wohl mit Lisa darüber sprechen müssen. Wir haben Level 2 leider schon wieder abgeschlossen. Das ging echt schnell mit dem Reiten hier wieder mal. Hm, okay, dann speichern wir erstmal. Speichern. Da. Und dann geht's direkt weiter. Level 3, Pine Hill. Linda schwirrt der Kopf. Sie kann sich mit Meteor verständigen. Es kommt ihr vor, als könne sie seine Gedanken lesen und er ihre. Und allmählich beschleicht sie eine schreckliche Vorahnung, als stünde eine Katastrophe bevor. Die Zeit verrinnt und sie hofft, dass sie in Pine Hill irgendwelche Hinweise finden kann. Mit Meteor an der Seite fühlt sie sich sicher, aber der Gedanke, dieses uralte Gemäuer ganz alleine zu betreten, jagt ihr einen Schauer über den Rücken. Ein Glück, dass Lisa versprochen hat, sie dort zu treffen. Okay, dann treffen wir uns jetzt erstmal mit Lisa. Das ist also Pine Hill. Ja, sieht doch ganz hübsch aus eigentlich, finde ich. Muss ich mal so sagen. Wäre auf jeden Fall ein geiles Horrorhaus für ein geiles Horrorspiel oder einen geilen Horrorfilm. Ist schon cool. Ich habe da, glaube ich, einen Stern gerade gesehen irgendwo. Oh, da unten sind wir, okay. Pine Hill, komm, wir schauen uns etwas um. Lisa müsste hier irgendwo auf uns warten. Okay, dann suchen wir mal Lisa. Wir reiten mal ein bisschen schneller. Oh, Handy. Na, ich will es doch auswählen. So. Hilf mir, Linda. Ich bin im Gewächshaus von Pine Hill gefangen. Oh. Lisa hat mir eine SMS geschickt. Oh Gott, sie sitzt in Pine Hill fest. Hm, also ist sie ohne uns reingegangen. Wo mag Starshine wohl sein? Was meinst du?
Wir müssen sie retten und auch Starshine finden. Irgendwie müssen wir einen Weg ausfindig machen, wie wir in den Garten von Pinehill kommen. Okay. Wir werden das schon schaukeln hier. So, hier kommen wir nicht lang. Hier führt ein Weg runter, da werden wir aber jetzt nicht lang müssen. Oh, da ist Starshine. Da ist Starshine, habe ich auch gerade gesagt. Prima, und da ist eine Öffnung in der Mauer. So ist Lisa also reingekommen. Aber du passt nicht durch die Öffnung durch, also wirst du hier bei Starshine bleiben müssen. Kein Problem. Wir warten einfach hier draußen auf euch und fressen ein bisschen von diesem saftigen grünen Gras. Mh, lecker. Aber du geh jetzt lieber mal los. Sieh zu, dass du Lisa findest. Okay. Ach so, Mist, Karte. So. Von dem saftigen, leckeren Gras. Ich sehe kein saftiges, leckeres Gras. Na, Starshine, alles klar? Okay, dann gucken wir mal, wo Lisa sich aufhält. Lisa, hallo. Hier bin ich also im Garten. Scheint wie ein Labyrinth angelegt zu sein. Ah. Von dem kleinen Hügel da drüben kann ich mir bestimmt einen guten Überblick verschaffen. Kleiner Hügel, das hier, oder was? Okay, flitzen wir mal hoch. Ich sehe einen Stern. Da ist ein Stern. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall einen Weg durch dieses Labyrinth bahnen, aber das dürfte, glaube ich, nicht so schwierig sein. Gucken wir mal. Auf jeden Fall hätte ich gerne den Stern, der da hinten lag. Ich glaube, hier links und dann vielleicht da. Ja, da ist er schon. Prima. Hier geht's nicht weiter. Ich glaube, wir müssen hier lang. Haben wir hier noch irgendwo einen Stern oder so? Nö. Doch, da. Hihi. Gut, und schon sind wir raus aus dem Labyrinth. Das lief ja ziemlich gut. So, das Gewächshaus ist da hinten. Ich muss einen Weg ins Haus finden. Ins Haus? Aber sie ist doch im Gewächshaus gefangen. Also lass uns doch erstmal da hinten gucken. Es sieht nicht so aus, als wäre das von draußen irgendwie begehbar. Oh, noch ein Stern. Cool, cool. Ne, also von hier draußen scheint es echt nicht begehbar zu sein. Dann laufen wir jetzt noch einmal ums Haus rum, um zu gucken, ob wir noch ein paar Sternchen finden. Und dann versuchen wir es einfach mal durch den Haupteingang, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Okay, gut. Probieren wir es einfach hier mal rein. Oh, wie einfach. Okay, also drin bin ich schon mal. Aber wo steckt Lisa? In ihrer SMS hat sie geschrieben, dass sie in einem Gewächshaus ist. Wo das wohl sein mag? Na, auf jeden Fall irgendwo links. Weil links ja auch das Gewächshaus ist. Ist abgesperrt und es gibt auch kein Schlüsselloch. Vielleicht kann man sie noch auf eine andere Weise öffnen. Ich schaue mich mal um. Auf eine andere Weise. Okay. Gut, schauen wir uns mal um. Was ist denn hier? Hey, diese Schwerter sehen aus, als könnte man sie bewegen. Okay. Was war das eben? Hörte sich an, als hätte jemand eine Tür entriegelt. Unten? In der großen Halle? Große Halle? Oder willst du wissen, dass da unten eine große Halle ist? Hier kommen wir nicht durch. Ist verschlossen. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Ich probiere jetzt hier die Tür noch aus, damit wir nicht immer hin und her rennen müssen. Also hier, oder was? Nee, ist auch verschlossen. Ah, hier ist eine Tür offen. Da liegt ein Schwert unten auf dem Boden. Du hebst ein Schwert auf. Da liegt ein Stift, wollte ich gerade sagen. Da ist ein Stern und noch ein Schwert und ein Buch. Dieser Professor Giobertus scheint ja ziemlich emsig geforscht zu haben. Was ist denn emsig? Naja, nach diesen Notizen ging es dabei um irgendwas, das sich tief unter dem Meeresboden verbirgt. Interessant. Ob das vielleicht was mit der Darkhawk-Bohrinsel zu tun hat? Das ist also das Geheimnis von Pinehill. Genug Detektivarbeit für heute. Ich sehe mal lieber zu, dass ich hier rauskomme. Rauskommen kommst du, aber vielleicht sollten wir vorher Lisa suchen.
So, wir haben jetzt diese zwei Schwerter. Kann ich die hier irgendwo reinstecken oder so? Hier vielleicht den geben? Ja. Cool. Das ist ja bis jetzt ziemlich simpel. Da wurde schon wieder eine Tür entriegelt. Vielleicht ist es die andere Tür in der großen Halle. Keine Ahnung, aber hier ist auch noch eine Tür. Gucken wir mal, ob es hier noch rausgeht. Nee. Okay. Gut. Wer braucht denn so große Sessel? Naja, egal. So, dann probieren wir es mal mit der anderen Tür hier drüben. Jo. Da geht's auch ins Gewächshaus. Schauen wir mal, wo Lisa ist. Aber ihr Lieben, Moment mal. Bevor wir jetzt in das Gewächshaus gehen, würde ich sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen Cut, denn ich überziehe sonst den Part wieder völlig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde jetzt im Anschluss gleich weiter aufnehmen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Part gefallen hat. Und dann hoffe ich natürlich sehr, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Und bis dahin, ihr Lieben, sage ich jetzt einfach mal, wie immer, tschüss.